Ja, mein Hund, der Biker ist da. Ja, der tut immer Maus schmecken. Gell? Und nachher riecht sie so stark nach Maus. Und sie schmeckt das gleich mit den feinen Nasen. Nachher möchte ich es gleich rum. Sogar im Winter riecht es unter dem Schnee. Riecht es zwar, wenn sie da ein Maulwurf oder eine Maus irgendwo auffällt. Eine hat sie einmal gefangen, wo sie weiß. Aber das kommt sehr selten vor. Weil die Meise ist ja die Hand der meiste Zeit schon weg, wenn er was riecht. Gell? Gell, hast du eine? Ha? Ja, wo ist denn eine? Ha? Hast du eine? Ja, wo ist Mausi? Wo ist Mausi? Na, hat er keine gefunden. Geh, Picker. So, da jetzt bin ich mittendrin beim Spazierengehen und unser Hund, hab ich gesehen, die Picker, die freut sich immer, wenn ich spazieren gehe. Und heute es geht meistens kein Wind nicht mehr. Aber vor 3-4 Tagen, da ist er so kalt gegangen, gell? Ganz narrisch. Aber es geht schon wieder bergauf jetzt. Früher ist um 4 Uhr viel über 4 Uhr finster gewesen. Jetzt bleibt schon wieder bis, ja, 5-6 Uhr. So was, nachher geht es runter, die Sonne, gell? Und gut ist, dann wünsche ich euch nur einen schönen Samstag. Heute ist der 10. Der 10. Also Blödsinn. Der 10. März 2023. Der 10. März, die Zeit vergeht eh so schnell, gell? So, da. Jetzt war gleich unser Hund noch, gell? Die Picker. Noch ein Feierabend für heute. Servus und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Und einen schönen Sonntagmorgen. Pfiat euch. So, meine Damen und Herren, das sind die Bühlläser von der alten Sacco, Sacco Trimmelkamm. Da haben sie unten in der Grube Kuhlen geliefert. Ja, Ringtrager hat es gegeben, Bandelschalter. Nachdem die, was das abgebaut haben unten, die Gänge da, dann haben sie gesprengt. Und ich war auf dem Holzplatz 10 Jahre und auf dem Bohrloch war ich auch 2-3 Jahre. So, da habe ich die ganzen Steinbetzer, was wir gemacht haben, habe ich abgeschmeißen müssen. Da hat es zwei Bohrloch gegeben. Das erste Bohrloch hat 65 Meter ist abgegangen und das zweite Bohrloch 178 Meter. Da haben wir die Holz habe ich abgehauen. Spalter haben wir geschnitten auf dem Holzplatz, Satzel. Und nachher die 75er hat es gegeben. Die haben wir auseinandergespalt und nachher ganz lange mit 3 Metern, gell, lauter verschiedene. So, sehr, da war der Holzplatz. Links, sechs ist ein Haufen Holz liegen. Haufen Bäume haben das. Den haben wir alle zugeschnitten. Ja. Ja, und das war die Deckelhalle. Da haben sie so lauter Leim rausgeholt. Gell? Da haben sie ein paar Arbeiter haben schaufeln sogar müssen. Lauter Schwimmsand haben sie da weit drin gehabt, das durch das Bandel, glaube ich. Da haben sie aber so Kuhlen geliefert da auf das Bandel. Und unten war so viel Schwimmsand. Gell? Ja, die ganzen Bühl, die sind aufgenommen worden. 1950 habe ich da hinten gelesen. Recht lang schon her, ja, mein Lieber. Ja, das sind so 73 Jahre, haben die Bühl schon alt. Gell? So alt wie der Bühl, so alt, meine ich, wird der Baum auch sein. Okay. Oder vielleicht nur öder, gell? Keine Ahnung. So, gehen wir wieder, Picker, komm. Hopp, hopp. Komm, Picker. Komm mal. Komm mal nach Hause. Komm. Ja, komm. Ja, komm her. Ja, komm her zu mir. Ja, komm her. So, da.
Das ist in Salzburg. Die Bergen von Salzburg. So, meine Damen und Herren, das ist der Kinostall gewesen. Es ist ja nichts mehr drin, außer bei der Tennishalle. Unten war die Alte, gell, herum ein Disco. Und nachdem, wie du reingegangen bist, ganz gerade aussieht, da haben sie ein Kaffeehaus gehabt und über die Stirn rum. Da bin ich ein Stammkunde gewesen. Darum kenne ich mich so gut aus. Das ist so ewig her, gell? Da haben die Beamten heißen da. Von der Sacko genug. Jetzt gibt es ja keine Sacko nicht mehr. Seit 1995 ist gar. So. Und da ist das Rotbauhaus. So ein schönes Haus, gell? Und da ist die Pika. Siehst du das? Ja, ist alles so groß. Weil ich auf zwei Mal da habe. Warte ein wenig. Muss ich ein wenig kleiner machen, hole ich mir um. Dann machen wir auf kleiner. So. Siehst du das? Da ist das schöne Haus. Da unten geht einer mit einem schwarzen Hund. Der ist gerade vorbeigegangen bei mir. Pika hat zwar ein wenig blöd, aber nicht so lang ist er wie bei den kleinen Hunden. Da traut er sich nicht so. Ja, jetzt muss ich den Dreck weg tun. Das muss ein Kacki, gell? Hast du Kacki? Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt mache ich Schluss. Jetzt muss ich heim wieder mit der Pika. Mit meinen Fräulein. Gell, Pika, gehen wir wieder. Viert euch!